Einführung in die integrative Leib- und Bewegungstherapie. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast, der sich mit einer Frage beschäftigt, die immer wieder an uns gestellt wird. Was versteht man eigentlich unter der integrativen Leib- und Bewegungstherapie? Oder könnt ihr uns die integrative Leib- und Bewegungstherapie in einfachen Worten erklären? Ich habe mir überlegt, welche Fragen meinen Kolleginnen und mir in den letzten 30 Jahren zur integrativen Leib- und Bewegungstherapie vor allem gestellt wurden. Ich nenne diese heute mal FAQs. Sie kennen das, die Frequently Asked Questions. Und ich möchte Ihnen die integrative Leib- und Bewegungstherapie, kurz IBT, anhand dieser FAQs heute ein klein wenig näher bringen. Dieser Podcast ist demnach geeignet für Menschen, die sich für die IBT interessieren oder die einfach eine kurze Einführung in diese Methode der integrativen Therapie haben möchten. Integrative Leib- und Bewegungstherapie ist eine ganzheitliche Therapiemethode, die auf der Grundlage der integrativen Therapie bewegungsagogische, leibtherapeutische und psychotherapeutische Maßnahmen miteinander verbindet. Sie werden sagen, die IBT umspannt damit ein breites Feld von der Agogik oder sogar von der Pädagogik bis hin zur Psychotherapie. Tatsächlich sind IBT-Therapeuten in einem sehr breiten Arbeitsfeld tätig. Sie finden meine Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Arbeit mit Kindern, in der Erwachsenenbildung, Sie finden die Kolleginnen und Kollegen in psychosomatischen Kliniken, in psychiatrischen Kliniken und einige Kolleginnen sind auch selbstständig in einer IBT-Praxis mit der Anerkennung als Heilpraktiker selbstständig tätig. Sie merken schon, das umspannt ein breites Feld. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig. IBT ist aber auch eine ressourcenorientierte und persönlichkeitsbildende Methode. Sie zielt darauf, den Menschen in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen und die Persönlichkeit des Menschen, das persönliche Wachstum zu fördern. So können Sie sich vorstellen, dass die IBT auch sehr gut geeignet ist, diese in der Supervision, aber auch in der Paarberatung und in verschiedenen anderen Bereichen einzusetzen. Eine besondere Form der IBT ist die differenzierte Ausarbeitung ihres praktischen Vorgehens mit einem komplexen theoretischen Hintergrund. Sehr bekannt geworden sind die Modalitäten der IBT. Man kann sie übungszentriert funktional einsetzen, also als motorische Methode oder als Methode, wo wir mit Entspannungsformen arbeiten, als übendes Verfahren. Man kann sie ebenso erlebniszentriert einsetzen, zur Förderung der eigenen Ressourcen, aber auch zur Stärkung der Erlebnis- oder Entwicklung der Erlebnisfähigkeit und schließlich konfliktzentriert in psychotherapeutischer Form, um
Erfahrungen der eigenen Leibgeschichte und Lebensgeschichte in entsprechenden Settings aufzuarbeiten. Wie gesagt, IBT findet sowohl in heilpädagogischer, präventiver, rehabilitativer und in psychotherapeutischen Kontexten ihre Anwendung. In der IBT werden demnach Entspannungs-, Atem-, körpertherapeutische, wir sagen lieber leibtherapeutische Maßnahmen mit kreativer Medienarbeit wie Zeichnen, Malen, aber auch die Arbeit mit Naturmaterialien, Gegenständen, Naturgegenständen und verbaler Aufarbeitung verbunden. Die grundlegenden Ziele sind die Reduzierung von akuter oder chronischer Stressphysiologie, der Abbau von seelischen Belastungszuständen und die Förderung einer gesunden Wohlfühlphysiologie. Und nicht zuletzt gesundheitsfördernden Lebensstilveränderungen. Die Methode der IBT wurde seit Mitte der 60er Jahre vom Psychologieprofessor, Psychotherapeuten, Psycho- und Neuromotorik-Spezialisten Hilarion G. Petzold, einem der Pioniere der modernen Methodenintegration in der Psychotherapie und Initiator der neuen Körpertherapien in Europa, sowie seinen Mitarbeiterinnen entwickelt. Die integrative Leib- und Bewegungstherapie hat drei zentrale Begriffe in ihrem Namen: integrativ, Leib und Bewegung. Ich denke, das ist erklärungsbedürftig. Lassen Sie mich beginnen mit dem Bewegungsbegriff. Wir sehen Bewegung nicht nur zentriert auf bloße Lokomotion, also die Fortbewegung eines Dingkörpers von einer Stelle im Raum zu einer anderen, oder eines Menschen, der mittels seiner Beine und seiner bipedalen Bewegung ein Ziel erreichen möchte, sondern wir sehen das Lebensphänomen Bewegung gerichtet auf die Grundbewegtheit des Daseins. Das heißt, Bewegungen, die nach außen in die Welt gerichtet sind, des berührten, affizierten Leibes. Das sind schon komplexe Beschreibungen und ich versuche Ihnen heute anhand von einfachen Beispielen und Erklärungen die Komplexität der Begriffe ein wenig näher zu bringen. Wir kennen das in der Bewegung. Unsere Sprache ist voller Bewegung. Die Zuneigung, die Abneigung, die Hinwendung oder die Wegwendung. Wir haben in unserer Sprache eine Menge solcher Bewegungsbegriffe. Lassen Sie mich mit dem Titel Bewegt Sein einen kleinen Prozess aus einer Gruppe beschreiben, weil hier sehr deutlich wird, was wir mit Wegbewegung, Hinbewegung und der Komplexität unseres Bewegungsbegriffes meinen. Lassen Sie mich hierzu einen kurzen Ausschnitt aus einer Gruppentherapiestunde schildern. Es ist an einem Morgen 9 Uhr. Die IBT-Gruppe beginnt gleich. Wir sitzen im Kreis und haben aufgrund der halboffenen Gruppensituation, das heißt, Menschen reisen aus der Gruppe ab, neue Patienten kommen hinzu, die Situation, dass an diesem Morgen ein neuer Patient in der Gruppe anwesend ist.
Ich erkläre ihm das Konzept der integrativen Leib- und Bewegungstherapie, den Hintergrund, wie wir arbeiten. Doch nach kurzer Zeit wird deutlich, der Patient ist etwas unruhig und fragt, wann geht's hier denn endlich los? Wann machen wir denn gute gymnastische Übungen? Ich selber bin etwas verwundert, auch die Gruppe, weil der Patient die Arbeit der IBT noch nicht ganz erfasst hat. Es ergehen ein paar weitere Erklärungen, die letztendlich aber nicht zu einem besseren Verständnis von dem führt, was jetzt gleich nachfolgend in der Gruppe erarbeitet wird. Daraufhin schlage ich meinem neuen Patienten eine kleine Übung vor. Ich frage ihn, möchten Sie das einfach mal erleben, was wir mit Bewegung meinen, mit sich bewegt erleben, bewegt sein, sich selber zu spüren? Und der Patient sagt, ja gut, machen Sie, ich warte ja schon. Ich frage noch nach und sage, na, es ist eine etwas intensivere Übung, vielleicht zum Anfang, aber sie vermittelt Ihnen einen guten Eindruck von dem, was in der IBT hier so in der Gruppe geschieht. Er sagt, ja, machen Sie nur. Wir sitzen im Kreis. Ich bitte einen Patienten, der neben unserem neuen Patienten sitzt, seinen Stuhl zu nehmen und sich wegzusetzen. Also es geht um das Thema Wegbewegung. Dieser Patient macht das auch gleich. Und bei unserem neuen Patienten zeigt sich nun zwischen ihm und der nächsten Person eine gewisse Lücke. Automatisch rückt nun auch der andere Patient, der auf der anderen Seite sitzt, von ihm weg, nimmt seinen Stuhl und setzt sich im Weiteren wieder in den Kreis. Als ein dritter Patient, auch noch, der in seiner Nähe sitzt, sich wegbewegen möchte, sehe ich die Reaktion meines neuen Patienten, der sichtlich unruhig wird. Sofort breche ich die Übung ab, weil ich spüre, dieser Vorgang ist ihm unangenehm. Ich bitte, dass die Patienten sich auch möglichst wieder an ihren alten Platz zurücksetzen. Mein neuer Patient ist ruhig. Ich frage ihn, wie geht es Ihnen? Er ist ein wenig gebeugt, sein Blick ist leicht nach unten gesenkt. Dann schaut er mich an und sagt zu mir, haben Sie das aus den Akten gelesen? Wissen Sie das? Dass Sie hier genau das tun, was mir widerfahren ist? Ich selber bin sehr erstaunt, weil ich tatsächlich noch keine Gelegenheit hatte, die Unterlagen von diesen Patienten vor der Gruppe zu lesen. Er sagt weiter, das, was Sie gerade gemacht haben, ist in meinem Leben passiert. Zunächst ist meine Frau von mir gegangen, und dann haben sich auch Arbeitskolleginnen und Kollegen von mir abgewendet. Er spricht von Mobbing. Da es an dieser Stelle zu intensiv wird, breche ich den Vorgang selbstverständlich ab und spreche mit ihm noch einmal über die IBT. Er sagt, nun habe ich es tatsächlich verstanden. Ich dachte, hier ginge es nur um Sport. Diese kleine Übung,
die sehr unscheinbar sich darstellt, zeigt die Intensität, die Stärke und die Wucht, die, wenn man Bewegung nicht nur motorisch vollzieht, sondern erlebt, an sich selber erleben lässt, wie stark dann diese Bewegung im eigenen Leib wirkt. Mit vielen Bewegungsformen in dieser und anderer Art arbeiten wir in der integrativen Leib- und Bewegungstherapie. Es ist aber immer eine körperliche, emotionale und kognitive Bezogenheit zu meinem Mitmenschen. Kommen wir zum nächsten Begriff. Es ist der Begriff des Leibes. Warum haben wir diesen altmodischen Leibbegriff in unserem Namen? Nun ja, so ganz altmodisch ist er auch nicht. Wir sprechen ja vom Oberkörper, aber niemand würde vom Unterkörper sprechen, sondern vom Unterleib. Also der Leibbegriff ist durchaus noch in unserem Sprachgebrauch. Was meinen wir mit Leib? Der Begriff des Leibes meint das Lebendige, das Gelebte, das Subjektive und das Gespürte. Wir Menschen sind leibhaftige Wesen, lebendige Wesen. Der Terminus des Körpers hingegen bezeichnet primär den materiellen Gegenstand, die Materie des Körpers. Und meint letztendlich, so sagt Hermann Schmitz, der prägend den Leibbegriff in der deutschen Leibphänomenologie mitgestaltet hat, letztendlich den toten Körper in seiner Radikalität. Mit dem Leib werden wir lebendig. Im und an unserem Leibe erspüren wir all das, was uns als Menschen wichtig ist. Unsere subjektiven Empfindungen, unsere Lebendigkeit, die Eindrücke des Lebens und natürlich auch die Ausdrücke, die wir von unserem Leib aussenden. Zwar herrscht in der deutschen und internationalen Sprachgebrauch der Begriff Körpertherapie oder Körperpsychotherapie vor und wir benutzen auch diesen Begriff, aber wir lehnen uns da mehr oder minder an die anderen Methoden und Verfahren an. Tatsächlich mögen wir diesen Begriff nicht so gerne, sondern wir sprechen in der Regel immer von Leibtherapie. Beeindruckend finde ich in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Thomas Fuchs, der sich in seinem neuen Werk »Die Verteidigung des Menschen« in einer lebendigen, in einer intensiven Form, die den Menschen, das Menschsein verteidigt, weil er sagt, die Informationstechnologie, die künstliche Intelligenz und auch die Robotik versuchen ja, den Menschen zu kopieren, ihn nachzustellen. Und die letzten Bastionen, die KI, Informationstechnologie und Robotik, noch vor sich hat, ist der Leib, die Lebendigkeit und die Subjektivität des Menschen. Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, hoffentlich werden Sie das nie schaffen. So sprechen wir also von zwei Begriffen, von Leib und Körper. Den Körper haben wir und im Leib zeigt sich unser Sein. Spezifisch für die integrative Therapie und die integrative Leib- und Bewegungstherapie hat Hilarion Petzold das Konzept des informierten Leibes entwickelt.
Man kann das so verstehen. In der Psychoanalyse oder in der tiefen Psychologie ist, um diese Form zu verstehen, ein Konzept des Unbewussten wichtig. In der Verhaltenstherapie muss man sich dem Lernen widmen. Hingegen ist das komplexe System in der systemischen Therapie ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Und so haben wir das Konzept des informierten Leibes. Kurz gesagt, wir tragen in unserer Leibgeschichte, in unserer Erfahrens- und Lebensgeschichte der Vergangenheit immer alles mit uns. Wir befinden uns in der Gegenwart, drücken vieles, auch was in der Vergangenheit war, aus und versuchen mit unserem Leib, mit unserem gesamten bewussten und nicht bewussten Wissen Zukunft zu gestalten. Ein kleines Beispiel hierfür. Nehmen Sie mal Ihr Familienalbum und schauen Sie sich die Haltungen von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter an und vergleichen diese Haltung mit der eigenen. Sie werden interessante Entdeckungen machen, da bin ich mir ganz sicher. Eine weitere häufig gestellte Frage lautet, welche Techniken oder welche Methoden verwenden Sie? Und für diejenigen unter Ihnen, die zugleich jetzt auch das Video anschauen, sehen Sie eine sehr große Folie, die dort liegt. Und Sie sehen auch hier wieder, wie genau und differenziert die IBT hier ausgearbeitet ist. Zwei methodische Ansätze seien hier beispielhaft genannt. Die Ausdauertherapie und die Budotherapie. Zur Budotherapie finden Sie einen schönen Podcast von Frank Siegele und Hermann Ludwig in unserer Reihe. Zur Ausdauertherapie finden Sie in unserer Homepage ein umfangreiches Konzept. Zu den Modalitäten der Übungszentriertheit, Erlebenszentriertheit und Konfliktzentriertheit habe ich Ihnen schon einiges genannt. Und ich möchte mich noch ein wenig den sogenannten Medien zuwenden. Wir verwenden in der IBT sehr viel unterschiedliche Medien. Die klassischen Medien, Stäbe, Seile, Reifen, aber auch Naturgegenstände, Holz, Rinden, Steine, Blätter finden in unserer Arbeit ihre Anwendung in ganz unterschiedlicher Form. Ich greife hier ein besonders modernes Medium heraus, das ich selber für die Arbeit in der Corona-Zeit angewandt habe. Einen längeren Stab aufgrund des Sicherheitsabstandes. Diesen Stab habe ich im Baumarkt gefunden und er hat eine Länge von 2,40 Meter, sodass mit diesem Stab zwei Menschen in der Diade, also im Gegenüber, miteinander arbeiten können. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele hierfür. Wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen und diesen Stab vorsichtig als Kontaktmittel aufnehmen und wenn man ihr Spüren ein wenig fokussiert, dann nehmen sie den anderen wahr. Was zeigt der andere in seinen Bewegungen,
noch besser in seinen Mikrobewegungen. Ist er ruhig? Bewegt er sich her zu mir? Bewegt er sich weg? Hält er fest? Über das Eigenleibliche und das Spüren über mich hinaus in meinem leibhaftigen Binnenraum kann ich in kurzer Zeit viel vom anderen erfahren. Ich setze solche Arbeiten gerne auch in der Paarberatung und Paartherapie ein, weil sie implizit viel mehr vermittelt eine solche Übung, als wenn man lange redet. Man kann mit einem solchen Stab aber auch ein Thema, zum Beispiel einen Konflikt, erarbeiten. Ich werde immer bedrängt, sagt eine junge Patientin. Ich frage sie, wie gehen Sie damit um? Na, ich renne weg oder ich halte stand, sagt sie, genau weiß ich es nicht. Dann lasse ich sie dieses erfahren. Ein Mitpatient nimmt den Stab, sie nimmt den Stab auf und er drückt ein wenig bedrängt. Sie wird hierbei ganz starr. Man könnte jetzt in die eigene Leibgeschichte der Patientin in dieser Szene arbeiten, warum sie keine anderen Handlungsmuster bei Bedrängung zur Verfügung hat, oder man kann hier nun auch ganz einfach übungszentriert neue Formen des Umgangs mit Bedrängung finden. Also kann sie dagegen halten, lässt sie einfach los, geht sie weg. Und sie kann für sich adäquate Formen finden, wie sie mit Bedrängung zum Beispiel im Alltag besser zurechtkommen kann. Sie sehen aber auch, oder ich berichte es Ihnen, falls Sie kein Bild vor sich haben, es gibt weitere Medien, Materialien, Holzformen, kleine Musikinstrumente, mit denen wir eigenleibliche Erfahrung, eigenleibliches Befinden symbolisieren. Aus einer Gruppentherapie möchte ich Ihnen noch ein weiteres Medium beschreiben, das vielfach Anwendung findet. Ich habe lange Zeit mit jungen Erwachsenen zusammengearbeitet in der Klinik. Vielfache Diagnosen im Hintergrund dieser jungen Erwachsenen waren depressive Entwicklungen, soziale Phobie mit dem Hintergrund von Ausstoßungserfahrungen, neudeutsch Mobbing genannt, manchmal schon früh in der Kindheit, zum Teil in Schule und später in der Ausbildung. Dies äußerte sich dadurch, dass die jungen Menschen schon gar nicht in die Gruppe kommen wollten. Und es war natürlich unser Ziel, die Patienten wieder gruppenfähig, kontakt- und beziehungsfähig zu machen. Es gab hier eine sehr interessante Form in der Gruppentherapie, die ich nach einigen Monaten angewandt habe. Wir hatten ein großes Seil in der Gruppe und ein Gruppenmitglied machte vor den Augen der anderen einen großen Knoten in das Seil. Anschließend stellten sich alle Gruppenmitglieder in das Seil, nahmen das Seil im Rücken und sie konnten spüren, wenn sie sich hineinlehnten in das Seil, gab es wie magisch einen Halt in der Gruppe, ein Gehaltensein, eine Form der Sicherheit. Neue Patientinnen und Patienten ließen wir so eintreten und sie konnten diese Erfahrung des Gehaltenseins, das Sein in der Gruppe, erleben. Meine Erfahrung war, wenn ich versuchte, den jungen
Erwachsenen, die Vorteile und die Möglichkeiten der Gruppentherapie zu erläutern in Sprache, war dies sehr viel schwieriger. Es war mit sehr viel mehr Widerstand, Ablehnung verbunden, als wenn diese Patientinnen und Patienten diese einfache Erfahrung des spürenden Halts erlebten. An dieser Übung kann man besonders gut beschreiben, wie für uns leibliche Erfahrungen, erlebte Erfahrungen tiefer, intensiver, nachhaltiger und häufig schneller wirken, als es durch Sprache möglich ist. Wir arbeiten aber auch sehr gerne mit kreativen Medien wie Wachsmalkreiden oder Naturmaterialien, indem wir zum Beispiel ein Lebenspanorama, ein Panorama der Erfahrungen, der eigenen Ressourcen, Konflikte, Belastungen, Probleme im Leben zeichnen lassen oder sogar in einer Lebenslinie, wo wir mit Naturmaterialien Probleme, Ressourcen und, wenn es erforderlich ist, dramatische Erfahrungen legen lassen und in der Gruppe aufarbeiten können. Es gibt eine weitere Frage, die uns häufig gestellt wird. Was ist denn das Zentrale in Ihrer Methode? Was ist besonders wirksam? Was ist hilfreich? Ich würde das beantworten mit dem eigenleiblichen Spüren. Ein Begriff, den der Leibphänomenologe Hermann Schmitz geprägt hat. Und das eigenleibliche Spüren ist ein zentraler Begriff, ein zentraler Zugang zu Menschen und seinen Problemen. Gemeint ist hierbei, was ich von mir spüre, wenn ich mich selber zuwende. Ohne mich auf die Sinneseindrücke von Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten und Hören zu stützen. Das wird jetzt viele überraschen. Denn es ist mehr ein persönliches Erleben und im naturwissenschaftlichen Sinne nicht zu beweisen. Hermann Schmitz sagt, es ist ein Durchleuchten der unwillkürlichen Lebenserfahrungen. Und diese sind für uns wichtig und letztendlich naturwissenschaftlich nicht zu belegen. Ich nenne Ihnen Beispiele. Sie treffen einen Menschen und Sie merken sofort, Sie können den nicht leiden. Sie werden sich fragen, warum? Es ist einfach ein Eindruck. Und mit naturwissenschaftlicher Methodik, mit Reflexion alleine werden Sie vielleicht nicht dahinter kommen. Hingegen sagt vielleicht ein Personal-Sachbearbeiter, ja, den habe ich eingestellt wegen den guten Unterlagen. Und dann fragen Sie nach, wenn Sie etwas kritisch sind. Und dann sagt er plötzlich, na gut, ich hatte einfach bei diesem Mitarbeiter ein gutes Bauchgefühl. Sie merken schon, hier gibt es keine Möglichkeit, für uns eine absolute Gewissheit darüber zu verschaffen, ob das, was man für wirklich wichtig hält, auch wirklich wichtig ist. Letztendlich lassen wir uns auf die Erfahrung des Leibes ein, auf unsere Wahrnehmung, auf unser affektives Betroffensein, um zu spüren, was für uns im Leben wesentlich und wichtig ist. Und Hermann Schmitz sagt, um diese unwillkürlichen Lebenserfahrungen nicht in irgendwelche abstruse Gedanken, in irgendwelche außersinnliche
Erfahrungen oder gar in irgendwelche, Hilarion Pitzold formulierte es mal netterweise, Spiri-Spiri-Erfahrungen zu transportieren, muss es in einer modernen Leibphänomenologie durchdrungen werden. Und Hermann Schmitz hat das hervorragend gemacht. Und ich glaube, das ist uns auch in der integrativen Leib- und Bewegungstherapie sehr gut gelungen. Ich selber bezeichne das eigenleibliche Spüren letztendlich als den Weg zu unserer Identität und schließlich ist es ein Weg zu unserem Unbewussten. Eine weitere FAQ-Frage ist: Habt ihr ganz spezielle Techniken? Wie geht ihr systematisch vor? Habt ihr ein Paper? Und da müssen wir entgegnen, nein, wir haben ein sehr prozesshaftes, phänomenologisches und subjektives Vorgehen. Das heißt, wir nehmen eine Gruppe vielleicht von Schülern wahr. Was zeigt sich in den Themen, in den Bewegungen? Wir nehmen unseren Mitpatienten wahr oder eine Patientengruppe und daraus oder aus Themen, die die Patienten, Klienten mitbringen, arbeiten wir. Ich würde selber sagen, integrative Leib- und Bewegungstherapie, und es macht es gerade für manche Menschen am Anfang so schwierig, ist eine sehr kreative Form der Therapie. Aber ich nehme an, Sie kennen Irwin D. Yalom, sagte schon, kreieren Sie für jeden Patienten eine neue Therapie. Als Anfänger erschreckt man da. Später allerdings merkt man, dass jedes therapeutische Vorgehen eine neue Form von individueller Bezogenheit und kreativen Zugang ist. Natürlich kennen wir auch eine Menge an guter Übungen und Handlungsanleitungen, die gerade am Anfang der Therapie oder zum Einstieg sehr, sehr hilfreich sind. Ich nenne nur hier stellvertretend die 5 Säulen der Identität, die sehr bekannt geworden sind. Und ich möchte Ihnen jetzt gleich ein weiteres Beispiel beschreiben, ausgehend von einer Frage, die uns auch häufig gestellt wird: Arbeitet ihr auch mit Stress? Nun, selbstverständlich ist die Regulierung der Stressphysiologie eine ganz zentrale Angelegenheit jeder Form von Therapie, aber auch in Bildung oder wenn Sie in einem Betrieb tätig wären. Stress ist sicherlich eines der meistbenutzten Wörter im Alltag von uns Menschen. Nun, wir wissen auch, warum ist denn mit Stress oder Stressoren nicht zu spaßen? Inzwischen sind sie Hauptursache für seelische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Sie sind Hauptursache für viele Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Schlafstörungen. Und wir wissen auch bei Paaren, die ungünstig mit Stress umgehen, dass sie eine schlechtere Prognose für den Bestand der Paarbeziehung haben. Ja, und ich würde Ihnen nun vorschlagen, ich lade Sie zu einer kleinen Übung hierzu ein. Denn das war jetzt ja auch sehr viel Theorie und vielleicht ist es mal ganz gut, sowas zu erleben. Haben Sie Lust auf den Stress-Ampel-Check? Eine sehr nette Übung, die Sie sehr leicht oder auch sehr vertiefend anwenden können. Nehmen Sie sich, ich nehme an, Sie haben das nicht, am besten wäre in der Praxis 3 Seile, wie die Ampelfarben, ein grünes, ein gelbes und ein rotes.
Sie könnten auch drei Felder machen. Ein grünes Feld, ein gelbes und ein rotes oder mit Materialien, die Ihnen gerade zur Verfügung stehen, drei solche Felder abgrenzen. Nun erläutere ich ganz kurz die Übung. Sie kennen das aus der Ampel. Wenn man grün über die Ampel fährt, geht es einem gut, das ist erlaubt. Der grüne Bereich ist der Bereich, wo es in uns, in unserem Leben gut geht, wo wir uns wohlfühlen, wo das meiste stimmig ist. Sie kennen aber auch das Gefühl, wenn Sie bei Gelb über die Ampel fahren. Wenn ich Gas gebe, wenn ich schnell mache, reicht es noch. Wenn ich mich ein bisschen spute oder wie sieht's aus? Man hat in aller Regel schon ein bisschen Stresshormonausschüttung. Man spürt die Spannung im Nacken, im Rücken oder im Arm oder im Bein. Und schließlich gibt es natürlich das rote Feld und ganz ehrlich, auch Sie werden mal bei Rot über die Ampel gefahren sein. Und da weiß man nicht mehr so recht, was einen erwartet. Also dazu haben Sie, glaube ich, einen recht guten Bezug. Wenn Sie nun sich überlegen, in Ihrer aktuellen Lebensphase, wo Sie sind, wo Sie heute sind oder diese Woche jetzt mal gerade in der Gegenwart, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Zunächst stehe ich im grünen, im gelben oder sogar roten Feld. Bewegen Sie sich mal langsam hin. Stellen Sie sich hinein. So wie Sie spüren, dass es für Sie stimmig ist. Vielleicht setzen Sie sich auch hinein. Nehmen Sie einfach die Haltung ein, die für Sie stimmig ist. Jetzt frage ich Sie, wo sind Sie? Sind Sie im grünen, gelben oder roten Feld? Wie stehen Sie dort? Oder sitzen Sie dort? Wie ist Ihre Blickrichtung? Von Gelb Richtung Rot oder von Gelb Richtung Grün? Sind Sie nah an der gelben, roten oder grünen Grenze? Wo geht Ihre Bewegung hin? Und vor allem, wie spüren Sie sich jetzt? Wie geht es Ihnen? Wo ist Spannung? Wo ist ein angenehmes Körpergefühl? Was geht in Ihnen vor? Und jetzt die Frage in zur Vergangenheit. Ist das stimmig, wo ich mich jetzt gerade befinde? Ist das der Zustand? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Und gleich die interessante Frage in die Zukunft. Wo möchte ich hin? Oder wo werde ich gezwungen hinzugehen? Was liegt in meinen Handlungsmöglichkeiten? Gehen Sie nun langsam wieder aus der Übung heraus. Schauen Sie sich das mal von außen an und lassen es nachwirken. Sicherlich haben Sie gespürt, eine relativ einfache Übung, die eine ungewöhnliche Intensität über mein eigenes Stressverhalten, Stresserleben entwickelt, wenn ich mich eigenleiblich etwas einlasse.
Ich habe die Übung mit Ihnen ja sehr, sehr kurz gemacht und hätte die intensivieren können. Und ich hätte Ihnen, wenn ich bei Ihnen gewesen wäre, auch meine Beobachtungen zu Ihnen deutlich gemacht, damit Sie noch sich ein wenig intensiver spüren. Eine weitere Frage, die in den letzten Jahren besonders öfter gestellt wird. Ist die IBT evidenzbasiert? Ist sie neurobiologisch fundiert? Sie merken, hier geht es um die Wissenschaftsfragen. Sie haben sicherlich im Rahmen dieses Podcasts schon gemerkt, dass auch wissenschaftliches, naturwissenschaftliches Denken Grenzen hat. Denken Sie einfach an die Bedeutung unserer unwillkürlichen Lebenserfahrungen. Aber selbstverständlich arbeiten wir in der integrativen Therapie und in der integrativen Leib- und Bewegungstherapie mit den modernsten Erkenntnissen aus der Phänomenologie, aus der Medizin, aus der Neurobiologie und wir arbeiten natürlich ebenso evidenzbasiert. Ein Beispiel dafür ist die Ausdauertherapie, wo wir die vielfältigen Ergebnisse von ausdauerbezogenem Sport und körperlicher Aktivität zusammengefasst haben und in ein gutes praxeologisches Konzept eingebettet haben. Zwei ganz kleine Beispiele seien mal genannt. Seit den 70er Jahren sind zum Beispiel zwei alltägliche Übungen oder Angebote wie den Blick in die Weite zu lassen oder selber zu seufzen, in ein tonhaftes Ausatmen zu gehen, ein ganz selbstverständliches Angebot in nahezu jeder IBT-Gruppe. Und wenn wir dann heute wissenschaftliche Daten anschauen, zum Beispiel Andrew Huberman von der Stanford University, sagt genau als Neurobiologe in einem Interview 2021 mit diesem Panoramablick, mit diesem Blick in die Weite, mit einem physiologischen Seufzen kann man wunderbar den Stress ausschalten und Stress regulieren. Hier könnte ich jetzt Ihnen unzählige Beispiele nennen, die wir phänomenologisch gewonnen haben und die heutzutage ihre neurobiologische Fundierung finden. Das ist für uns selbstverständlich, solche Erkenntnisse anzuwenden. Allerdings, und das sei gesagt, IBT reduziert sich nicht auf einen neurobiologischen oder physiologischen Reduktionismus, sondern die IBT sieht, wie ich Ihnen versucht habe zu erläutern, den Menschen sehr breit in seinem gesamten Lebensumfeld und wie schon Hermann Schmitz sehr deutlich betonte, dass sich viele wesentliche Lebenserfahrungen des Menschen nicht physiologisch und nicht medizinisch messen lassen. Kommen wir zur letzten Frage. Wie kann man die IBT kennenlernen? Zum einen natürlich theoretisch durch viele Schriften. Ich verweise nur auf die freie Internetbibliothek Polyloge,
googeln Sie einfach Polyloge. Dort finden Sie sehr, sehr viele Artikel aus den letzten Jahrzehnten zur IBT, zu vielen Themengebieten. Ebenso natürlich auch in unseren Büchern und Schriftenreihen und natürlich auch in unserer neuen Podcast-Reihe. Themen zur IBT finden Sie auch in unserem Wissenschaftspolylog, der monatlich stattfindet. Auch diesen können Sie einblicken, die aktuellen Themen unter www.ibt-verein.de. Und schließlich, und ich sage das immer mal ganz umgangssprachlich, viele Menschen sagen, naja, lassen Sie mich mal die Metapher gebrauchen, das sind ja alle Speisekarten, da kann man viel hoch und runter lesen, hin und her lesen. Und ich sage dann immer, ja, irgendwann muss man essen gehen, dann sagen wir Schwaben, dann weiß man, wie es schmeckt. Das heißt, nichts kann die eigene Erfahrung, die eigenleibliche Erfahrung durch die IBT ersetzen. Und ich habe Ihnen heute ja nur eine einzige Übung angeboten. Deswegen probieren Sie, dass Sie selber das erfahren können. Essen Sie von der IBT, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Wir bieten auch Online-Seminare an über die EAG oder das FBI. Die Termine erfahren Sie dort über die Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit. Wenn Sie EAG-FBI eingeben in unserer Online-Akademie. Diese Termine finden Sie aber auch auf unserer Homepage www.ibt-verein.de. Und Sie können bei den Tagungen, die Sie ebenso auf der Homepage erfahren, hier praktisch die IBT erleben. Wenn Sie in einer Klinik arbeiten, in einer Abteilung und Sie möchten tatsächlich auch die IBT mal an Ihrem Ort erleben, dann finden sich auch hier Möglichkeiten. Und ich meine es ernst, rufen Sie einfach gerne auch mal an. Sie können mich auch erreichen oder Kolleginnen erreichen. Rufen Sie am Institut an und informieren Sie sich. Wie gesagt, nichts kann die eigene Erfahrung ersetzen. Theorie ist wichtig, grundlegend, aber die eigene Erfahrung, das eigenleibliche Spüren ist zentral und wichtig und nehmen Sie sich hierfür Zeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie zu einem neuen Podcast demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Martin Schmidt.